Willkommen in der Alpenförsterei, Freunde. Heute ist Europa League. Eisern Union gegen Braga aus Portugal. Ich bin heute das erste Mal als Hertha-Fan in der Alpenförsterei. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go. Berlin, Baby. Europa League. Der erste FC Union gegen Sporting Braga. Am äußeren Rand von Berlin. Passt schon in Brandenburg. Vergleicht mal zum Beispiel den Standort von Union und den Standort von Hertha. Wie weit die beiden doch in einer Stadt voneinander entfernt sind. Aber hier in Köpenick ist der erste FC Union zu Hause. In der alten Försterei. Und die heißt nicht umsonst alte Försterei. Wie ihr seht, laufen wir von der Bahn in und durch den Wald auf das Stadion zu. Geiles Feeling. Ich verstehe jetzt auch, warum es alte Försterei heißt, Freunde. Wir sind einfach mitten im Wald. Wow. Kurze Vereinsgeschichte. Der erste FC Union wurde tatsächlich erst 1966 gegründet und genießt trotzdem schon deutschlandweit über Kultstatus. Aber warum? Der Verein wurde zwar 66 gegründet, basiert aber auf dem 1910 gegründeten SC Union Oberschöneweide, der 1923 sogar deutscher Vizemeister wurde. Ja, wusstet ihr wahrscheinlich alle gar nicht, hä? Die Kriegs- und Nachkriegszeiten waren aber für die Vereine natürlich damals gar nicht leicht. Es gab die Ost- und die Westligen. Dadurch sind viele Leistungsträger abgegangen und wenige Mitglieder und Spieler blieben bei den Unionern in der DDR. Doch Mitte der 60er Jahre gab es einen kleinen Umschwung und die DDR-Regierung wollte unbedingt Sportleistungszentren etablieren, auch damals Fußballschmieden genannt. Unter anderem wurde dann damals aus Oberschöneweide der heutige 1. FC Union Berlin. Jetzt aber genug davon, ne? Rein ins Stadion, Baby. Und direkt hier ist auch der Fanshop, Freunde, und ihr wisst natürlich, was direkt am Anfang ansteht. Die haben voll den fetten Shop hier. Es gibt sogar Weihnachtsmänner. Datenpfeile von Union. Auch nicht schlecht. Wow, also hier kriegst du wirklich alles. Das habe ich selten gesehen. Im Stadion, im Shop. Hier gibt es alle möglichen Trikots und Schals. Ich glaube, den nehme ich. Union Berlin. Die haben alles. Die haben auch welche von Matchday. Aber ansonsten viel Auswahl in die normalen hier. Ja. Ich nehme einmal den Schal. Ich glaube, keiner von euch da draußen hätte da gedacht, dass er mich in einem Union-Schal sieht. Aber wie Leipzig kriegt auch Union ein Schal. Jedes Shadow kriegt einen Schal von mir. Ne? Ich bin nicht allein, meine Freunde. Was sagst du dem Schal? Ist haram, Alter. Ja. Ich sehe jetzt schon tausende Kommentare, Digga. Ist das Toilette? Ja, die Toilette. Ich muss auf Toilette. Wir begeben uns jetzt zum Block. Es gibt ein dickes Problem. Also erstmal. Dieses wunderschöne Stadion nennt sich die alte Försterei. Es wurde 1920 als Ersatzspielstätte für den SC Union Oberschöneweide errichtet. Damals hatte das Stadion eine Kapazität von nur knapp 10.000 Personen, davon ca. 200 Sitzplätze. Die Spielstätte wurde damals noch als Sadova-Platz oder auch Sportplatz Sadova bezeichnet, wegen eines nahegelegenen Lokals. Dieses hatte wiederum den Namen einer Schlacht im preußisch-österreichischen Krieg 1866. Ganz schön geschichtsträchtig hier heute, hä? Huh? Nach und nach etablierte sich aber dann der Name der alten Försterei, da ein nahegelegenes Forsthaus dort in der Nähe war, welches, ja, wer hätte es gedacht, alte Försterei hieß. Wunderbar. Da das Stadion aber schon sehr lange nicht umgebaut wurde, musste der SC Union Oberschöneweide zu Endspielen, bei denen natürlich mehr Zuschauer ins Stadion kamen, in größere Stadien ausweichen, wie dem nahegelegenen Grunewaldstadion. Dann war es aber soweit, von 1950 bis 1955 war dann ganz dringend die Sanierung notwendig und Rasenflächen und Tore waren abgenutzt. Es ging nicht mehr. Das Spielfeld und die Zuschauerplätze wurden easy erneuert und es wurde sogar eine Kabine errichtet. Ja, es wurde dann erst eine Kabine errichtet, Freunde. Über die Jahre hinweg wurde das Stadion dann immer mal wieder saniert, sodass es heute eine Kapazität von 22.012 Plätzen hat. Davon sind übrigens nur 3.617 Sitzplätze. Für die Zukunft sind aber schon wieder weitere Umbauten geplant. Union will auf knapp 37.000 Plätze kommen. Also, es bleibt spannend. Sehr, sehr geil hier. Wir haben uns jetzt ein Bier geholt und du kannst in diesem Stadion nur Bargeld bezahlen. Ich habe kein Bargeld. In Dortmund kann ich zum Beispiel nur eine Karte kaufen und die aufladen. Und hier nur Bargeld. Ich bin komplett aufgeschmissen gerade. Guck mal, wir haben sogar hier das Maskottchen. Ja! Wir sind einfach hier. Man kann hier direkt. Ich war noch nie so nah am Feld. Noch nie so nah am Feld, Freunde. Ist das krank? Und jetzt geht's gleich los. In ungefähr 10 Minuten. Und hier wird alles vorbereitet. Und ich glaube, ich sehe dir diese schwarzen Bänder hier außen. Ich glaube, da gibt es gleich eine ganz, ganz dicke Choreo, Freunde. Wir haben es jetzt noch 8 Minuten bis zum Anpfiff. Ich tippe heute ein
2, 3 zu 1 von Union. Obrigado, schön. 2-2. Es gibt auch noch treue Leute im Gegensatz zu mir, Freunde. Prost, viel Spaß. Immer wieder Eisern und Lohn. So schlimm als Eisern und Lohn. Der Mann ist Herder-Fan durch und durch. Der hasst mich so sehr. Und jetzt geht die Choreo los. Die zersetzt sich anscheinend nur unten. Die wird jetzt hier gerade angefangen runterzuhängen. Also komplett an der Bande einmal lang. Ich dachte, die geht vielleicht so hoch. Aber die scheint nur so runtergehangen zu werden. Mal schauen, was da steht. Die Spieler kommen rein. Guck mal, wie der Kleine da alleine mit dem Ball steht. Der wartet da, so ein Süßer. Ich glaube, das ist seine Mutter. Man erwartet sie, bis sie heult die ganze Zeit. Und da unten stehen Kinderschuhe. Boah! Und niemals vergessen, Eisern Union. Wow! Grandiose Choreo, muss man wirklich sagen. Und die Prager-Fans geben Gas. Hertha würde in dem Stadion auch sowas machen, bin ich mir sicher. Also halt 30 Meter weiter weg vom Platz. Da unten steht auch was auf dem Goldenen. Es war in den goldenen 20ern, so erzählt die Legende, als in Zeiten eines ungleichen Kampfes ein Schlachtruf ertönte. Ich weiß nicht genau, wovon was da steht. Reden die von was war denn da? Was steht da? In den 20ern? Ich weiß auch nicht, was in den 20ern war. Ein Schlachtruf wie Donnerwall oder sowas. Ich weiß nicht genau, leider. Fotos werden auch noch gemacht und dann gib ihm Baby. Also sie ist 100% die Mutter von dem Jungen. Wie süß ist das? Ich finde die ganze Zeit den Jungen, der da rausgeführt wird. Mega süß. Wie cool ist es als Mutter? Und das Spiel wird angepfiffen, Freunde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim hoffentlich geilen, torreichen Spiel, nicht so wie in Dortmund. Oh! Oh! Ui, Memo! Hier geht's direkt volle Kanne zur Sache. Und schaut euch mal die Fans an. Scheiße. Ja, cool, voll cool heute. Mega. Hört auch geil. Wie in jedem Stadion gibt es natürlich einen Becher-Check. Und hier steht UNVEU oder UNVE Europa drauf. Ich weiß leider nicht, was es heißt. Und ja, das ist eigentlich alles, was drauf ist. UNVEU Europa heißt und niemals vergessen, Eisern Union Europa. Macht Sinn. Wir haben jetzt richtig viele alle Unioner in der gegnerischen Hälfte. Wir haben es die 20. Minute, aber es steht immer noch 0-0. Union ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie frühe Tore schießen. Aber aktuell geht hier noch nichts. Deswegen werde ich jetzt mal so langsam meinen Hunger stillen. Guck mal, wir sind so nah hier, man kann einfach auf der Bank sehen, was man auf dem iPad sieht. Er sieht alle Spiele übertragen, alle Situationen in Wiederholung. Direkt hier, das ist ja krank. Wie ihr hier seht, wirklich, die stehen eng und eng beieinander, die Fans in der Kurve. Hier geht's direkt vom Bierstand in die Kurve. Es ist schon richtig eng, es ist schon geil. Aber ihr dürft nicht vergessen, hier passen auch nur knapp 25.000 Leute rein. Vergleich es mal mit einem großen Stadion, wie zum Beispiel dem Herder Stadion. Jetzt mal nur grober Vergleich, 75.000. Wenn im Herder Stadion 25.000 Leute sind, sieht es leer aus. Und schaut euch mal an, wie es hier aussieht, wenn es halt 30 oder 25.000 sind. So, jetzt ist aber Zeit, was zu essen. Und ganz klassisch testen wir als erstes die Heimwurst vom Grill. Hi, ich hätte gerne eine Krakauer. Ui. Ja. Reicht, es reicht. So, ihr wisst, seitdem ich in Dortmund war, habe ich die Liebe zu den Krakauern entdeckt. Das Brötchen ist geil.
Die Wurst sieht gut aus, schön viel Senf. Ich habe leider ein Problem hier. Man kann hier in diesem Stadion nur mit Bargeld bezahlen. Ist für mich scheiße, weil ich es mittlerweile gewohnt bin aus deutschen Stadien, dass du nur mit Karte oder Special Card oder sonst was bezahlen kannst. Aber hier gibt es einfach nur Bargeld. Die sind sehr oldschool. Ich finde es einerseits cool, andererseits auch schwierig. Aber in dem Sinne. Schmeckt geil, schmeckt lecker. Das Brötchen schmeckt leider ein kleines bisschen alt, aber trotzdem mega geil. Die Wurst ist richtig gut, schön knackig, der Senf ist geil. Ich fand die auf Dortmund trotzdem ein bisschen besser, auch wenn ich es nicht mag, so einen Vergleich zu ziehen. Wir bleiben ja immer sauber. Ich gebe der Bratwurst fürs Stadion eine 7 von 10. Es ist eine Krakauer, ich habe sonst nie eine Krakauer gegessen, aber ab sofort gibt es nur noch Krakauer, weil Krakauer sind geil. Also ich war wirklich noch nie so ein Ham Rasen, ich bin so schockiert. Und wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Welcome, welcome. Wir schreiben es jetzt die 61. Minute, schon immer noch 0-0 und das ist leer. Es war gerade ein kleines bisschen noch drin, aber auch mein Magen ist leer und deswegen gibt es was Geiles zu essen und zwar ein Pita Carpata, heißer Schafskäse in Fladenbrot. Oh baby. Hi, ich nehme einmal die Pikante. Mitten während ich essen würde, gibt es einfach 11 Meter, Freunde. Jetzt was zu essen. So, nach dem 1-0 gibt es was ich noch in keinem Stadion gesehen habe. Und zwar ein Fladenbrot mit einer Soße, Weißkraut, ist es Weißkraut? Weißkraut, Tomate, Schafskäse, Pepperoni und Fladenbrot in dem Sinne. Aufs 1-0. Ich beiß hier in die Ecke rein, wo direkt mit Schafskäse dabei ist. 3,50 €, gib ihm. Sowohl saftig als auch würzig, als auch einfach grandios. Jederzeit das über einen guten Döner im Stadion, weil da kannst du nicht so viel falsch machen wie bei einem Döner. Das ist bisher mit dem Döner im Olympiastadion das Beste, was ich jemals im Stadion gegessen habe. Kriegt von mir eine 9 von 10. Grandios für 3,50 €. Wow. Zum Zwischenspielen. Wow. Ich kann es verstehen, dass die Unioner das hier feiern. Es ist alles so richtig oldschool, original geblieben. Alles sind einfach so Buden geblieben. Das ist wirklich geil. Man kann zum Beispiel hier im Stadion nicht komplett außen rumlaufen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich heute alles testen kann, ob ich alles sehe. Ich kann nur das testen, was hier bei mir im Block ist. Und deswegen gibt es jetzt noch zum Abschluss was Geiles, Süßes. Hi, ich nehme einmal eine kleine Portion von den Dingern. Ich habe 3 € für eine kleine Portion bezahlt. Das ist wie eine große Portion Pommes. Oh. Und ich weiß nicht, was genau das ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht sehr lecker aus. Es sind halt so Teigbällchen, die fluffig gefüllt sind. Sehr lecker und vor allem so eine Portion für 3 €. Wir sind zwar ein bisschen trocken, aber durch den Puderzucker ist es wirklich geil. Und für 3 € kannst du nichts sagen. Das ist ja grandios. Also wirklich, eins muss ich stehen lassen. Die Unioner, die stehen für die Fans. Und das ist grandios. Und deswegen will ich das Ende jetzt auch nicht verpassen. Ab!
von 10. Braga hat eine brutale Freischussposition. Die Fans vom... Ich hätte es den fast verpasst, Heilige Maria. Das ist Quatsch, Digga. Das war großer Quatsch. Gar nicht, was sie machen sollen da vorne, wirklich, ne? Wie können die Zweiter sein? Die machen so einen Quatsch, Digga. Spiel ist vorbei. 1-0 gewonnen durch Elfmeter. Anders können die nicht. Hör dir die Stimmung selbst an.